Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Ihr seht, es ist nicht mehr der gleiche Tag wie gestern, was einfach daran liegt, dass man zwischen den Tagen nicht ausmachen kann, ohne zu speichern. Tatsächlich. Und ich wollte aber gerne speichern und ich musste aber ausmachen, weil es war sehr spät und konnte deswegen nicht noch eine Folge aufnehmen. Es war einfach technisch nicht möglich. Und deswegen habe ich den Tag noch schnell zu Ende gespielt, ohne euch. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber ich habe auch nicht mehr viel gemacht, außer ein bisschen hier den Hof zu verkloppen. Also Steine und Holz. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Piers Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten, Pierre. Ja, danke, Pierre. Danke, Pierre. Wetterbericht, wie sieht der morgen das Wetter aus? Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Oh la la, es regnet morgen den ganzen Tag. Das bedeutet, wir können keine Melonen einpflanzen. Tun wir hier so eine gemischte Saat noch. Gib mal vorsichtig über die Kekse. Gib mal vorsichtig über die Angel. Und gib mal die Hühnerstatuen und die Gude. Und, was wollte ich? Ach, genau, das ist die falsche, das ist dem falsche Kiste. Gimme dat. Pflanzen jetzt hier diese wilde Saat noch ein, weil noch gedüngt war. Dann gehen wir einmal dringend schauen, ob wir vielleicht unseren Kram zum Pierre bringen können. Und auf 2000 Mac kommen, dass wir morgen unsere Lachsbeere wieder um den Zaun rumlaufen können. Hallo. Die waren nicht wert, war die Lachsbären? Das ist völlig unnütz, dass wir das jetzt hier machen gerade. Na, wir mal sehen. Habe ich die Angel eingesteckt? Habe ich. Aber das Käferfleisch nicht. Ich Spacko. Gehen wir nochmal zurück. Gut, dass wir Regenstiefel haben. So, schon 8 Uhr. Wir mussten am Feld nichts machen, außer ein bisschen ernten. Und haben auch ansonsten nichts gemacht, außer ein bisschen zu ernten. Sieht aus wie eine Kartoffel, was wir da eingepflanzt haben. Was wollte ich? Käferfleisch. Katzenfleisch, Honigwein. Ach, ich kann doch gar keinen Dünger machen, sehe ich gerade. Gut, dass wir nochmal zurück sind. Spackofin. Habe ich Dünger gesagt? Ich meine natürlich Köder. Mann, Leute. Ja, wir versuchen jetzt natürlich auf die Schnelle an das Geld zu kommen für unsere Dings. Was, glaube ich, schwierig, schlecht. Es ist verschlossen. Ach, ist noch gar nicht offen. Okay. Ich verzeihe dir, Pierre. So, jetzt läuft da dieser dumme Shane lang. Nichts im Müll. Okay, gib nochmal diese Lachsbären her. Okay, Lachswerbung, jemand da? Nein. Nichts im Müll. Schade ein bisschen. Okay, dann müssen wir jetzt einmal dringend angeln gehen. Ha, diese Muschel können wir ihm auch verkaufen. Also nicht den Pierre, sondern Willy. Und hoffen, dass wir ein bisschen Kohle zusammenkriegen hier. Schwing, gib's her. Das ist die große Hoffnung, die wir jetzt gerade so mit uns rumtragen. To the max! So, während wir hier spannend angeln, kann ich eine Geschichte erzählen. Ich war gestern... Leute gibt's... Die gibt's überhaupt nicht. Fachkräftemangel in Deutschland, ey. Ich war gestern zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder bei McDonald's. Ich weiß nicht, wenn ihr schon länger diesen Kanal verfolgt, erzähle ich eigentlich verhältnismäßig gerne von meinem McDonald's hier. Weil es ist also offiziell meiner Meinung nach das langsamste McDonald's Deutschlands, wenn nicht weltweit sogar. Die Leute da sind so langsam, bis auf die eine. Die hat Skill und die guckt auch immer so, als würden die anderen Leute, die da arbeiten, sie völlig aus der Fassung bringen, weil die alle so langsam sind. Auf jeden Fall bin ich da gestern hin. Und wurde von einer netten jungen Dame bedient, die so einen Sticker auf der Brust hatte, wo drauf stand, ich lerne gerade. Na, also, ich bin also dran, aber, weiß ich nicht, lediglich eine Viertelstunde gewartet, heißt ja nicht Fast Food. Und weil ich so schlau bin und so lange gewartet habe, ich vertreibe mir bei McDonald's immer gerne die Zeit mit auf den Cent genau ausrechnen, was ich bezahlen muss und das dann, wenn ich das Kleingeld dabei habe, so gut wie es geht, vorzubereiten. Auf jeden Fall, ich musste 10,75 Euro zahlen. Habe einen Hering gefangen, tatsächlich, supi. Und hatte also 50,80 Euro in der Hand, weil das war das Dichteste, wie ich dran kam. Drücke dieser kleinen Maus das in die Hand, nachdem ich bestellt habe.
Und sie studiert eingehend, vielleicht eine Minute ungefähr, mein Kleingeld, und gibt mir dann 10 Cent zurück. Ich wollte was sagen, aber es hat alles schon so lange gedauert und die Leute hinter mir haben schon die Mistgabeln gewetzt. Und ich wollte sie auch nicht beschämen, wenn ich sage, hier, hör mal ein bisschen, das ist aber dumm, was du hier machst. Deswegen habe ich nichts gesagt. Oh, so viel Geld geben die Fische nicht. Auf jeden Fall, naja, dachte ich, musst schon wissen, was du machst, junge Frau. Sie tippte dann das ein und kramte dann mein Rückgeld raus. 39,95 Euro. Hätte sie die 10 Cent behalten, die ich ihr gegeben habe, hätte sie mir 40,05 € zurückgeben müssen, was zwei 20-Euro-Scheine und ein 5-Cent-Stück gewesen wären. So hat sie mir dann rausgegeben, ein 20-Euro-Schein, ein 10-Euro-Schein, ein 5-Euro-Schein, zwei 2-Euro-Stücken, ein 50-Cent-Stück, zwei 20-Cent-Stücke und ein 5-Cent-Stück. Ne? Schade, dass es keine Kunden gibt, die das vorbereiten und möglichst wenig Geldkramerei machen müssen. Naja, auf jeden Fall ist die Geschichte noch nicht vorbei. Denn ich bin ja jetzt, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich esse ja kein Fleisch mehr. Also habe ich Veggie-Burger bestellt und Pommes. Und Veggie-Burger dauern immer eine ganze Weile. Weil die werden frisch gemacht und auf jeden Fall sie also das Geld weggepackt. Wunderbar, pipapo. Geht hinten ran an der Pommes, holt eine Tüte, stellt die Pommes in der Tüte auf den Tresen. So, und weil Veggie-Burger eine Weile dauern, dauert es halt eine Weile. Und es dauert eine Weile und sie nimmt den nach mir schon dran und den danach und dann der nach mir. Der danach hat auch nochmal eine Weile gebraucht für Sachen, weil der hat auch Spezialsachen bestellt und jetzt habe ich Müll gefangen. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Immer Willi, was habe ich denn jetzt hier alles? Nicht so viel. Scheiße, ey. Ich glaube nicht, dass das reicht. Und hat auf jeden Fall eine Weile gedauert und dann sage ich zu ihr, hör mal, Entschuldigung. Wenn meine Burger fertig sind, hätte ich gern eine frische Pommes, weil die hier sind auf jeden Fall schon kalt. Ach so, ja klar, alles klar, mache ich. Nimmt also die Pommes weg, stellt die weg, geht hinten an eine Pommes-Dings, nimmt eine Tüte, packt die Pommes da rein und stellt die auf dem Tresen. Während meine Veggie-Burger noch nicht fertig waren. Und ich denke noch, na, wenn die jetzt da 5 Minuten nochmal stehen, bevor meine Burger fertig sind, dann lasse ich dich mir nochmal eine neue Pommes machen, junge Frau. Aber dann kamen die verhältnismäßig zügig dann die Burger. Und, das war übertrieben. Komm. Ich will diesen Schatz haben jetzt. Oh, auf dem Level ist Angeln einfach so schwer. Scheiße, übertrieben. Und ja, das war mein langsamstes McDonald's-Erlebnis von der Welt im langsamen McDonald's mit jemandem, der das noch nicht lange kann. Das war prima. Und wenn ihr Kollege nicht aufgepasst hätte, hätte sie mir noch einen Veggie-Burger zu wenig gegeben. Frech. Ja, und ich hätte auch aufgepasst und hätte mitgezählt. Das geht ja so nicht. Ja, das Angeln ist ein bisschen scheiße geworden. Hätten wir ein bisschen besser uns vorbereiten müssen. Ich glaube, wir kriegen das Geld wieder nicht zusammen für die Gießkannenaufwertung. Da regnet es 2 Tage hintereinander und wir kriegen die Gießkanne nicht aufgewertet. Ich glaube, wir müssen dann noch so langsam... Vielleicht können wir mit den Bohnen was schaffen, finanziell. Ja, so war das gestern bei McDonald's. Schön, wenn man Geschichten hat zum beim Angeln erzählen, weil Angeln echt nicht so spannend ist. Ich habe auch noch eine Geschichte. Ich war vorhin einkaufen und wusste nicht so recht, was ich essen soll. Dann habe ich in der Tiefkühle gesehen, gibt es rustikales Ofenbrot, Tomate, Käse. Und ich denke, oh, da ist jetzt aber Appetit drauf. Habe ich früher mir oft gerne gemacht. So, nein, schade. So Schwarzbrot mit manchmal Zwiebeln. Einfach Käse drauf, Salz, Pfeffer, ab in den Ofen. So ein Ofenbrot. Geil. Und dann habe ich das gesehen und dachte, oh, geil. Hast jetzt richtig Appetit drauf, ne? So richtig geil. Hast schon so diesen Geschmack im Mund. So. Und mit Tomate auch noch gesund, ne? Und kaufe das also, tu das in den Ofen. Hol das wieder raus aus dem Ofen. Und was soll ich euch sagen? Es hat halt einfach nach gar nichts geschmeckt. Das war sehr, sehr traurig. Also das Brot war gut. Das war schön knusprig, hatte eine geile Kruste, aber der Belag, das hat einfach nach gar nichts geschmeckt. Ich habe ungefähr, weiß ich nicht, einen halben Pfefferstreuer, 2 Salzstreuer draufgetan, noch Oregano draufgeprieselt. Paprika habe ich auch versucht. Ich hab keinen Geschmack drauf bekommen auf dieses Brot. Das war sehr, sehr schade. Und jetzt muss ich morgen früh los zum Bäcker und mir Brot holen, damit ich mir selber... Was ist denn hier los jetzt? Ofenbrot machen kann, weil ich noch Appetit habe, weil das heute nicht gegödet hat.
Willkommen bei Pierre. Wie kann ich dir helfen? Hä? Wir kennen uns doch, Pierre. Oh lala. Ahem. Das ist doch Morris, unser Kumpel vom Joja-Markt. Kommt her, Leute. Gutscheine für 50% Rabatt im Joja-Markt. 50%? Nun, irgendjemand interessiert? Ich glaube, der hatte eine andere Stimme. Aber das ist jetzt meine neue Morris-Stimme. Ich will auch. Was ist hier mit den Türen? Aber ich komme gegen diese Preise nicht an. Ich würde Verlust machen. Gib mir auch so ein Ding, Typ. Hey. Es muss schwer für dich sein, deine loyalen Kunden einfach so zu verlieren. Aber du kannst ihn verübeln. Der Joja-Grenzherrn ist eindeutig die bessere Wahl. Bald wird der ganze Ort das verstehen. Ich verstehe. Gib mir den Gutschein, Junge. Ich bin jung und brauche den Gutschein. Morris. Ich krieg keinen Gutschein. Frech, ey. Nein, es reicht nicht. Es reicht 1000 nicht. Nicht mal, wenn wir unsere guten Kekse verkaufen. Scheiße. Ärgerlich, es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Krieg einfach nicht die Kohle zusammen. Da regnet es 2 Tage am Stück und ich kriege nicht die Kohle zusammen, um meine Gießkanne aufwerten zu lassen. Traurig. Ein trauriger Tag in der Geschichte von Stardew Valley. Ja, das waren meine Essensgeschichten für heute. Ja, und weil meine Geschichten jetzt leer sind, müssen wir auch aufhören zu angeln. Traurig, ey. Aber ich glaube, wir gönnen uns dann morgen eine schöne Minung, wenn es nochmal regnet. Ab in eine Mine und dann ab in eine Mine. Eine Mine. So, den Müll tun wir einfach... tun erstmal hier mit rein. Ist eh nichts wert, können wir uns... Ach, jetzt hätte ich aber trotzdem zum Gunther gehen können mit meiner Hühnerstatue und zum Dings mit meinen Geoden. Naja, traurig. Zum Dings mit meinen Geoden! Verdammte Geoden! So, tu die Narzisse hier rein. Ja, ein Bäcker. Sag mal, wo kommst du denn her? Aber brauche Eisen für ein Bienenhaus. Ich habe über Sachen nachgedacht, nämlich, ich würde zum Beispiel diesen Platz hier nutzen, weil der ist echt irgendwie nicht geil. Was ist denn das? Ich komme nicht an die Lachsbären daran. Hier ist nicht groß genug für einen großen Sprinkler, also schon, ich denke sehr, sehr weit. Für Bäume, für Obstbäume ist auch ein bisschen doof. Also alles noch weit hin, worüber wir jetzt gerade sprechen hier. Aber ja. Deswegen habe ich überlegt, ob wir da eine Bienenecke machen. Weil die Bienen kann man einfach so bienisieren lassen. Und dann kriegt man Wildhonig. Oder man kann da eine Blume bauen. Mindestens eine. Wir würden das natürlich ein bisschen schöner machen als nur eine Blume. Und dann geben die der Blume entsprechenden Honig, der dann mehr wert ist. Und deswegen habe ich überlegt, ob man da einfach eine Bienenecke hin macht. Dass man da so ein bisschen Blümchen pflanzt. Und dann außenrum lauter Bienenhäuser. Und dann gibt es ein bisschen Honig. Und da muss man halt, das Schöne an Bienenhäusern ist halt, das ist nicht so viel Geld, was die machen. Aber was ich an denen so schön finde, ist die Tatsache, dass du halt nichts machen musst. Du baust das Ding, musst die Pflanze, die Blume anbauen und die immer, die musst du halt jeden Tag immer gießen, die Blume. Und dann gehst du aber halt einfach, sobald die ausgewachsen ist, erntest du die halt nicht, sondern gehst nur alle paar Tage hin und holst dir da deinen Honig. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Finde ich ein schönes System. Blup. Sagt mal, wenn wir hier so viel Fluss haben. Auf unsere Farm. Oh, da kam eine Kohle raus. Können wir denn hier auch was Cooles angeln? Weil ich habe in den Teichen auf der Standardfarm habe ich geangelt. Und da kam immer nur Müll raus. Also wirklich nur Müll. Nicht ein einziger Fisch. Nicht einer. 0,0000 Fische. Nur Müll. Schauen wir mal. Angeln wir doch wieder, auch wenn ich keine Geschichte mehr habe. Ich hätte noch eine Geschichte, aber die ist peinlich. Das ist eine Stardew Valley-Geschichte. Da habe ich zu spät reagiert. Oh, wir haben Fisch. Cool. Brauchen wir gar nicht weggehen zum Angeln hier. Oh, nice. Ich habe die Schatzkiste. Yo.
Voll die geile Schatzkiste hier auf unserer Farm, im Fluss und kaulbar. Mit einer Geode. Oh, nehmen wir doch. Okay, hier gibt es also Fische. Schön. Finde ich gut. Ich unterstütze das. So, auf jeden Fall Stardew Valley-Geschichte. Ich habe jetzt 68 Stunden auf der Uhr in Stardew Valley und habe heute, vorhin gerade eben tatsächlich, beim im Wiki-Lesen und im Reddit-Lesen erst Sachen verstanden. Und zwar den Wein habe ich jetzt erst verstanden. Und habe das tatsächlich in meinem eigenen Playthrough bisher completo tutto falsch gemacht mit dem Wein. Komplett. Weil im Wiki steht immer dabei, so ja, hier Wein. Wenn du auf so eine Frucht guckst, dann steht da halt, wie viel ist die wert, in normal, in Silber, in Gold. Und was ist der Wein wert, steht dann da drunter. Und dann steht da auch Wein, normal, Silber, Gold. Und Iridium. Also gibt die vierte Qualität Iridium. Auf jeden Fall dachte ich so immer, naja gut, wenn ich goldene Früchte verweine, dann wird das, dann ist der Wein mehr wert. Auch wenn er genauso aussieht, aber ist der aus einer goldenen... Nein, ist aber nicht. Der Wein ist immer das gleiche Wert. Und ich habe immer bei jeder Ernte, habe ich die normalen Früchte, die ohne die qualitätslosen Früchte, huch, habe ich direkt verkloppt, direkt in die Kiste geschmissen und die silbernen und goldenen habe ich schön zu Wein gemacht. Und ich habe einen riesen Aufwand betrieben, 1000 Milliarden Krabbenreusen und alles, um meine ganzen Felder mit Qualitätsdünger auszustatten. Und wofür? Dafür, dass ich dann daraus Wein gemacht habe, der das gleiche wert gewesen wäre, wenn ich ihn aus normalen Früchten gemacht hätte. Die verschiedenen Qualitäten bei Wein kommen nämlich nicht von der Qualität der Zutat, sondern die kommen von der Qualität dessen, dass du den noch lagern kannst und reifen lassen kannst. Und dann wird der besser, der Wein. Und nicht dadurch, dass die Frucht, die du da reintust, golden ist. Spackofin. So, wir bereiten schon mal für morgen vor. Fertig. Und dann heißt es morgen, wir werden in die Minen gehen. In der Hoffnung, dass der Wahrsager cool ist morgen. Jo, ich geh mal ins Bett, okay? Fischen Stufe 1 plus 1 Angeleffektivität. So, fett nochmal 30 Gold gemacht. Einfach geil. Ja, also völlig, völlig unnütz Aufwand betrieben für Geld verlieren. Das war echt prima. Achso, jetzt wollte ich einmal schauen. Ich habe vergessen, fernzusehen. Morgens, bevor man aus dem Haus geht, immer einmal Fernsehen gucken, Leute. Weiß nicht, wie wir darauf kommen, das nicht zu tun. Ja. Ach, das war blöd, ey. Ja. So war das mit mir und dem Wein. Also es macht 100 mehr Sinn. Ach, nicht ins Bett. Fernsehen. Oh, Königin der Soßen. Was haben wir? Gemüsepfanne. Geil. Du weißt bereits, wie man Gemüsepfanne macht. Wie unangenehm. Wetterbericht. Morgen ist wieder... Nein, nicht den Fernseher aufnehmen. Fernseher gucken. Wahrsager wollte ich. Die Geister sind heute leicht verstört. Ja, okay, das reicht uns. Wenn die jetzt ganz böse gewesen wären, hätten wir vielleicht nochmal einen Angeltag gemacht. Aber leicht verstört ist okay. Ist okay. Diese Lachsbeere her. Dankeschön. Ja, so war das damals, meine Lieben. Ach, guck mal. Lauch. Hab ich schon erzählt von Lauch? Ah, nee, ich hatte angefangen, das zu erzählen. Ich erinnere mich, ich weiß nicht mal mehr, welche Folge das jetzt war, aber ich habe angefangen zu erzählen von Martina Hills Knallerfrauen mit dem Lauch. Und hab dann irgendwann aus Versehen aufgehört. Mir ist irgendwas dazwischen gekommen und dann habe ich vergessen, das zu Ende zu erzählen, ne? Und auf jeden Fall wollte ich das erzählen. Sie ist also voll am Flirten im Restaurant mit so einem Typen und fängt dann an, von Lauch zu reden, weil sie das Wort Lauch voll gut findet. Und Lauch ist eh voll das tolle Gemüse und Lauch. Und sie geht halt voll ab auf den Lauch und er ist ein bisschen gelangweilt, wirkt er dabei die ganze Zeit. Und irgendwann sagt er, ja, aber ist Lauch nicht das gleiche wie Porree? Und sie, nein! Und klatscht ihm ihren Lauch um die Ohren und geht. Weil sie nicht duldet, dass sie ihren tollen Lauch, dass er ihren tollen Lauch Porree nennt. So war das. Jo.
Ein sehr lustiger Sketch. Muss man vielleicht dabei gewesen sein. Gut, ja, sind wir hier in der Mine? Eine Mine. Oh, die Dinger hier. Alter. Hi! Nein, 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 nein! Ha, du Tier! Ich hätte gerne wieder ein Schwert. Der Knüppel ist mir doch zu langsam ein bisschen. Muss ich so gestehen, wie es ist. Oh, Quarz. Geil. Muss zu quarzen hier. Kupfi. Kupfi, 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 Tätere. Schwing. Doppelschwing. Was haben wir es denn? Den 17. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Haben noch Zeit. Schaffen wir ein bisschen. Bisschen was schaffen wir noch, bevor der Sommer kommt. Freue mich, dass wir schon 9 Melonensamen haben für den Sommer. Ach du Scheiße. Ach du, du gemeiner. Du gemeines Tier. Geblacksbären. Ich habe Angst zu sterben. Oder Lady. Hallo. Ha. Gut, aber Käferfleisch ist ja auch gut. Schwing. So, und das bedeutet, im Gegenzug, jetzt bin ich wieder bei einer Geschichte von vor einer Viertelstunde, bei meiner Qualitätsgeschichte, dass, wenn ich so weit bin im Spielstand, dass ich hauptsächlich auf Wein gehe, dass es dann überhaupt nicht mehr wichtig ist, 1000 Milliarden Millionen Dünger zu verbreiten. Und ich habe man kann immer so Sachen skillen, passt mal auf, hier. Hier bei denen kann man immer Sachen skillen. Und ich habe beim Angeln voll auf Krabbenreusen geskillt, damit ich da ganz viel Krebse rauskriege. Damit ich ganz viel von dem Qualitätsdünger machen kann, für den man halt Fisch-Krebse braucht. Und ja, völlig unnütz, weil ich gar nicht so viel Dünger machen muss. Weil ich eh aus meinen Früchten Wein machen möchte. Ja, das war dumm. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt geht's mir schon besser. Hier ist aber dunkel. Ah. Tatsächlich heute nicht viel Glück. Oh, und nicht viel Skill. Bam! Bam! Das hat's richtig Bam gemacht. Aber jetzt klatscht der ordentlich zu, der Knüppel. Ah, na also. Oh, vielleicht haben wir doch Glück. Geil. Schienen sind immer gut. Die führen immer zu Minenloren, wo mal Kohle drin ist. Bam. Da ist auch die Leiter schon. Käferfleisch lassen wir uns aber nicht entgehen. Ey. Und Kupfer natürlich auch nicht. Wir sind jung und brauchen das Kupfer. Kupfer, 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 Tätere. Tätere. Tätere, 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 Kupfer, Kupfer, Kupfer. Da ist das Minending. Oh, oh. Wenn so Nebel aufkommt, kommen immer so Flatterviecher viele. Hört ihr's? Da kommt das erste. Da kommen die ersten zwei sogar schon. Ich nehme nur das Quarz mit, bevor es hier losgeht. Oh! Wow! 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 Boah! Boah! An so einer Stelle bin ich das erste Mal in meinem Hauptspielstand gestorben in der Mine. Da waren das aber eben leider nicht mehr diese lustigen Käferchen hier, die so ein bisschen Damage. Sondern da waren das auf Stufe 90 oder so. Fledermäuse. Die jede mit jedem Schlag so 20 Damage gemacht haben. Und dann kam halt 5 auf einmal. Und habe ich halt kassiert. So wie eben jetzt ja. Also in solchen Situationen, wenn dir 5 so Dinger um die Ohren fliegen aus verschiedenen Richtungen, kannst du halt nicht viel machen. Da ist. Da wirst du Damage bekommen. Und die Fledermäuse haben entsprechend doll zugeschlagen und dann war ich tot. Das war traurig.
Das Schlimme war, ich hatte gerade vorher, es war genau Level 91, ich erinnere mich, ich weiß nämlich genau wieso. Ich hatte gerade vorher Level 90 und auf Level 90 steht eine Truhe und in dieser Truhe ist ein wundervolles Obsidianschwert drin. Und wenn du stirbst, verlierst du zufällige Items aus deinem Rucksack. Und das war schon spät abends und ich dachte nur, oh geil, komm. Das Obsidianschwert probierst du jetzt nochmal kurz aus. Geh also runter, es kommen die Fledermäuse, ich bin tot, wache auf. Ratet mal, was weg war. Mein Obsidianschwert, jo. Das war traurig. Das war traurig. Oh, was ist denn das für ein Stein hier? Geil. Hallo. Bams. Was ist denn das für ein Stein hier? Ach, ein Amethyststein. Okay. Oh, auf den muss ich aber drauf kloppen. Ja, so war das damals. Ey, Finn, da oben war doch schon die Leiter. Wo gehst du denn hin? Hier ist in der Mitte immer so Zeug. Da, das da. Da will ich hin. Da gibt es immer eine Menge zu holen. Können wir noch ordentlich was abstauben. Und dann müssen wir halt außenrum zurück zur Leiter, ganz am Anfang. Das ist so ziemlich das einzige Level, wo ich mich nicht freue, wenn ich ziemlich zügig am Anfang, scheiße, eine Leiter bekomme. Weil dann muss man immer den ganzen Weg zurück. Wow, der Knüppel ist so langsam, der kotzt mich ein bisschen an. Bams. Spät haben wir es denn? 16.40 Uhr, okay. Kladusch. So, erstmal dieses Würmchen hier fertig machen. Bevor sich das wieder verpuppt. Guckt, Hartholz und Legion. Kleiner Leuchtring. Und noch ein Magnetring. Geil. Kleiner Leuchtring für mehr Licht und Magnetring für, dass die Sachen zu einem geflogen kommen. Sexy. Sehr, sehr cooler Loot. Noch ein Amethyst, noch ein Topaz. Super. Das war schön. So, wir hauen mal auf dem Weg trotzdem die Steine kaputt hier. Ist noch ein Lauch. Njum, njum, njum. Wir hauen doch nicht die Steine kaputt, wir laufen einfach. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Wenn wir die Steine kaputt hauen und eventuell unterwegs eine Leiter finden, sind wir schneller oben. Aber wenn wir eventuell unterwegs keine Leiter finden, dann brauchen wir 10 Minuten. Oben. Wollte ich sagen, unten. Brauchen wir 10 Minuten, ehe wir da hinten bei der Leiter sind, die es schon gibt. Und, dieses Risiko bin ich nicht bereit einzugehen. Können wir zwischendurch einmal unser Glück versuchen? Seht ihr, war eine schlechte Idee. Huch, bin ich hier noch an einem großen Stein hängen geblieben. Diesen hier versuchen wir nochmal. Nein. Seht ihr, gut, dass wir gelaufen sind. Sollen wir das Spiel uns verarschen, ist hier jetzt noch eine Leiter drunter? Nein, gut. Phew. Hallo. Oh, Schatztruhe. Stahlkurzschwert. Ich habe ein Schwert. Du erhältst Stahlkurzschwert. Das Schwert von Baphomet. Macht aber wesentlich weniger Damage. Ist aber wesentlich schneller. Wir probieren das mal aus, ob wir das besser finden. Kann man noch angeln, schön. Hallo, hat es hier mal Gegner? Hat es nicht. Sehe ich von hier, dass es hier keine Gegner hat. Gib schnell die Kupfi. Ah, da kommt die Mücke. Bam. Wesentlich schneller. Plus 2 Damage ist natürlich auch gut. Aber gefällt mir wesentlich besser. Ja, tschüss. Macht's gut, ihr Trottel. Ich hasse die Mücken. Und so wichtig ist jetzt Käferfleisch auch nicht. Ich glaube, ich habe die Mücken noch nie was anderes außer Käferfleisch. Außerdem gibt der hier auch Käferfleisch. Schleimy Dami. Der Schleimy Dami. Hi. So, ich habe gesehen, dass da die Leiter ist. Wir wollen hier noch gucken, ob hier vielleicht noch Kupfi oder Kohle ist. Ist ja immer nicht. Gib es nicht. Dann gehen wir runter. Ob wir noch 25 schaffen? Das wäre natürlich sexy, ne? Oh, so ein Buddler. Der Buddler. Wenn wir weiter in dem Affenzahn die Kauhölzchen. Was ist denn ein Kauhölzchen? Wenn wir weiter in dem Affenzahn die Leitern. Artefakt für Günder. Für einen Günder! Nice! Wenn wir weiter in dem Affenzahn die Leitern schaffen, dann auf jeden Fall. Haha, dummer Schleim. Ah, den heben wir für die Nachwelt auf. Pfui, der arme Schleim. Ist ein Schleimquäler, Herr Finn.
Da kommt die gerechte Strafe. Eine Mücke. Malaria-Mücken. Buh. Schwing, noch eine Mücke. Oh nein. Oh nee, José. Ja, das gefällt mir wesentlich besser. Da kriege ich nur aus Unvermögen dann noch eine rein. Ja, bin großer Fan vom Schwert. Oh, nochmal was für ein Günner. Oh, Kupfi. Geil. Kupfer. Mehr Kupfer. Mich. Eher mit dem Kupfer. Wie schön die grünen Gummistiefel mit unserem Outfit harmonieren. Nicht. Wir hätten ja neue Stiefel gehabt auf Level 10, wenn die Kiste nicht weg gewesen wäre beim nächsten Mal. Ja, war schade. Ich dachte, die blübe da. Habe ich verkackt. Hart. Naja, aber wir haben ein neues Kurzschwert. So, jetzt zwing mich nicht nochmal... Oh, da hinten ist ja noch ein Dings. Oh. Gut, dass man mit dem Schwertkämpfen keine Energie braucht. Ich wollte gerade sagen, Herr Spiel, zwing mich nicht nochmal was zu essen, aber wir müssen nochmal. Diesen Käfer nehmen wir noch mit. Schauwing, Höhlenkarotten auch immer gern gesehen. Schauwing, ey. Bam. Oh, komm, ey. Eine Geode, sexy. Komm schon, jetzt ist gleich Mitternacht. Wir haben noch ein bisschen Weg vor uns nach Hause. Oh, ich hätte gerne jetzt nochmal... Komm schon, wir sind auf Level 24. Im nächsten Level gibt's nochmal, gibt's wieder einen Fahrstuhl. Komm, ey. Bitte. Komm schon. Oh, nö. Da ist ja die Leiter. Sehr gut. Wunderbar. Ja. Und ab nach Hause. Wir haben es ein bisschen eilig jetzt. Ist noch ein Stück Weg, meine Lieben. Ist noch ein Stück Weg. Es wird spät, oh je. Aber schaffen wir auf jeden Fall. Ja. Das schaffen wir auf jeden Fall rechtzeitig nach Hause. Kann man sogar unser Gepäck ausmisten vorher. So viel Zeit ist geil. Zumal ja im Gepäck sowieso Pause ist, aber der Umweg und alles, versteht ihr? Der ist manchmal gefährlich. So, jetzt dürfen wir nicht durch Gemüse latschen, weil das verlangsamt. Und wir können auch schon mal... Ja, mach einfach Kupfer rein. Wir brauchen noch eine Menge. Schauing! Mach einfach Kupfer in den Ofen in rauen Mengen. Apropos in rauen Mengen. Wir haben jetzt in rauen Mengen Kupfer. Wir können... Eine rauen Menge Kupfer ist auch geschmeichelt. Aber wir können noch schon mal mehr Dinge aufstellen. Hepp. Wobei, ich habe es, glaube ich, erzählt, in meinem ersten Spielstand habe ich auch das komplette Spiel mit nur 5 von den Dingern durchgespielt. Also, das war schon okay. So, eins brauchen wir für den Günther. Von den Amethysten. Und Schleimi. Harzsteinzeug. Auch Günther. Gehen morgen früh mal zu Günther, habe ich beschlossen. Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Höhlenkarotten kommen hier rein. Geoden können wir auch mitnehmen, weil ihr wisst, wer neben Günther wohnt. Das ist unser alter Kumpel, der Clint. So, die können wir verticken, die 2 Topase. Das sollte sich lohnen. Und wir hätten schon mal Werkzeug in die Tasche stecken können. Naja. Meine Lieben. Wir sagen... Zapfhahn. Sind wichtig, Zapfhähne. Was ich sagen wollte, ist... Ja, was in unseren 10... Kampfstufe 2. Geil. 5 FP. Minenarbeit. Geil. Das war ein guter Tag. Ein schöner Tag. Die Welt steht still. Ein schöner Tag.
Komm, Welt, lass dich umarmen, welch ein Tag. Haben wir denn heute wenigstens Glück? Etwas genervt. Das ist schade, wenn man Geoden... Ach nee, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass beim Geoden aufmachen Glück egal ist. So, gib nochmal mehr die Lachsbären her. Und wir müssen natürlich wieder Kupfi in die Öfen schmeißen. Konnten wir mit der Kohle schon was Geiles bauen? Brauchen wir fürs Bienenhaus Kohle? Für die Mayo-Maschine brauchen wir keine Kohle. Ah, fürs Einmachgefäß brauchen wir Kohle. Einmachgefäß ist natürlich eine Sache, die uns ein bisschen was bringen kann. Wie viel Kohle haben wir denn? 18 haben wir noch. Das würde für 2 Einmachgefäße reichen. Lass das mal machen, weil... ist gut. Hep. Gibt Geld. Ist halt, wir reden über Geld, Leute. Was gibt's da zu diskutieren? So. Stell die mal... Wo stellen wir die hin? Hier einfach. Hier einfach. Ja. Hopp. Vielleicht können wir noch ein paar mehr aufstellen. Das wäre schön. Aber dafür brauchen wir mehr Kohle. Was ich eigentlich sagen wollte. Ich wollte eigentlich mit dem neuen Tag die Folge schon beendet haben. Weil es schon wieder lang, die Folge. Ich schaffe es nicht, die Folgen kurz zu halten. Ich hoffe, es stört hier niemanden. Das ist wahrscheinlich niemals eine... wie heißt's? Wie war das Wort? Eine Stardew Valley-Folge mit normaler Länge geben wird. Also um 30 Minuten. Bin mir verhältnismäßig sicher, das gelingt mir nicht. Wenn ich auf die Uhr gucke und sehe, ach, guck mal, 28 Minuten, hörst du gleich mal auf. Denkst du, ach komm, hier machst du noch den Tag schnell fertig. Und dann stehst du auf und dann denkst du, ach komm, gießt hier noch schnell das Feld. Und wenn ich gegossen habe, dann bin ich schnell nochmal beim Schmied. Und wenn ich da war, dann fällt mir auf, dass ich nochmal eben Holz fällen muss, kurz. Und dann haben wir eine 3-Stunden-Folge und hätten eigentlich auch streamen können. Ja, so, jetzt ist aber nämlich auch gleich schon wieder 40 Minuten. Aber dann denkst du, na komm, füllst du noch schnell die Gießkanne auf und dann aber. Und dann bin ich aber gerade im Satz und dann laufe ich nochmal wieder rüber, weil wir müssen ja weitermachen, die Zeit vergeht. Haben wir keine Zeit, das Farmerleben ist anstrengend. Und dann bin ich wieder im Gießen und dann willst du nach dem Gießen. Und jetzt mache ich das tatsächlich ein bisschen mit Absicht gerade. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich hoffe, es stört jemanden, dass die Folgen etwas länger sind. Ich bedanke mich ganz recht herzlich dafür, dass ihr zugesehen habt. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir eine schöne Belohnung vielleicht kriegen vom Günther. Weil wir haben ja jetzt 1, 2, 3, 4 neue Teile für ihn. Und was in unseren Geoden so drin ist. Vielleicht ist ja da noch mehr Günther-Quatsch drin in den Geoden. Und dann wird Günther uns um den Hals fallen und lieben. Und niemals mehr unser Bein loslassen. Und dann haben wir nur noch halbe Geschwindigkeit. Aber dafür kämpft der Günther für uns in der Mine. Nee, ich glaube, so funktioniert das Spiel nicht. Bedanke mich ganz recht herzlich dafür, dass ihr zugesehen habt. Und sagt Tschüssli Müsli.